Da sind überall so Teile. Ah, da ist doch zu. Und für ein Geheimlabor ist hier echt wenig los. So, wir sind da. Nur zum Spielstart. Was? So, bizarre Pflanze ansehen. Diese Pfarrer, okay, die labert du selber immer und immer wieder. So, also. Glaube, da kann ich nicht rein. Oder? Vermute mal, ne, okay. Hä? Daraus einen Salat machen. Wir können hier untersuchen. Ah, er läuft doch da rein, okay. Okay, was haben wir denn da drin? Lukas Dark und die immer unwahrscheinlicher bla 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 Sachbuch. Pudding, was? Pudding im Orbit? Der arme Pudding. Problemscheune, Kinderbuch. Angeln Sie dir. Bauer ohne Frau, der Untergang von Grand Rodiek. Liebe in den Seiten. Okay, sowas haben wir denn. Diese Tür ist vorab geschlossen. Du brauchst eine Schlüsselkarte. Bestimmt kann dir in die Stadt jemand sagen, wo du eine bekommst. Bevor du gehst, schnüffle im Geheimlabor herum, um weitere Informationen zu sammeln. Es wurde ein neuer Notizbucheintrag hinzugefügt. Okay. So, okay, du erstmal hoch. So, Bowlen, Comedy, Fitness, alles klar. Du auch hoch. Anna? Ah, das war die Verschwörungstheoretikerin, ne? Sammle 15 Stranger-Will-Beweise, um ein Geheimdossier zu erstellen. Beweise findest du, indem du Bewohner fragst oder im Geheimlabor herumschnüffelst. Okay. Das war falsch, da wollen wir hin. Hier. Ah, die Teile hier haben wir jetzt. Okay. Beweise suchen. Haben wir hier und hier. Und hier. Hacken, um Beweise zu finden. Ich habe gehört, dass heute Abend Alien nach... Ja, sorry, Nancy, ich habe gerade echt kein Seil. Mal, was machst denn du da? Ja, so würde ich auch nichts finden. Ja, wie lange dauert denn das? Gerd hat Stranger Will, verschlüsseltes USB-Gerät. Ein talentierter Programmierer kann es vielleicht entschlüsseln. Du findest es im Inventar deines Sims. Gerd hat Stranger Will Beweise gefunden. Verdächtiges, verschwommenes Foto. Ah. Benötigt Level 7. Wow. Mal hier, Geheimdossier. Ja, probier mal dein Hacken. Okay, wir sind ja auf gutem Weg. So, mal flugst die halbe Nacht in irgendeinem Geheimlabor, was absolut nicht bewacht ist.
Macht ja mal voll Sinn, oder? Nichts gefunden, das ist doof. Komm, probieren wir es halt bei dem. Beweise suchen, naja, geht's nur weiter. Das haben wir schon. Wollen wir mal probieren. Gerd hat den Computer gehackt und Folgendes gefunden. Aufnahme der Luftüberwachung. Okay. Scheint ja alles sehr dreckig und sowas zu sein. Ist bestimmt was ausgebrochen, hat alles erwüstet und ist nun verlassen. Ja. Gut möglich. Suche mal hier noch. Ganz komische Geräusche, ja. Okay, das hört sich hier glibberig an. Scheint es ein bisschen runter zu gehen. Hey, da bin ich aber jetzt so neugierig. Ah, da können wir Happa-Happa machen. Oh, nebenbei lernen wir auch noch programmieren. Geht sicher gleich wieder kaputt, oder? Ja. Gerd hat den Computer gehackt und Folgendes gefunden. Infrarot-Mikrofilm. Ja, das ist nix. Da können wir noch. Da haben wir noch einen Computer. Gerd hat Strangerville-Beweise gefunden. Geheimer Kopierschutzstecker. So halt. Gerd hat Strangerville-Beweise, noch ein verschlüsseltes USB-Gerät. Ein talentierter Programmierer kann es vielleicht entschlüsseln. Okay, wir brauchen Programmieren sehen. Der geht sicher gleich wieder kaputt, oder? Und teilweise redigierter Bericht. Was ist redigiert? Da hinten haben wir... Ne, haben wir schon. Haben wir hier alles, oder? Da ist nix. Ich glaube, wir haben ja alles. Da kommen wir nicht rein. Ja, bei denen kann man immer nur... Da kann man nichts machen. Okay, ich glaube, das war's hier. Haben wir hier noch was? Hier ist nichts. Ich glaube, das war's. Dann muss es erstmal heben. Nein, wir gehen alleine. So. Dann hier. So, einmal duschen. Jetzt wird er wieder müde. Nichts duschen, pinkeln und dann essen, so rum. Der Fernseher einfach während am Essen.
Ach, der wird da noch nicht mal vor. Wow. Alter, ist der verfressen. Speichern. Er ging jetzt um 7, jetzt sagen wir mal ins Bett. Ich habe nicht genau geachtet drauf. Mal gucken, wie lange er schläft. Ich würde behaupten, wir versemmeln gleich den ersten Auftrag. So, duschen. Aufräumen. Mampfen. Und wie viel brauchen wir dann noch? Lektion Vielfraß. Gerd ist ein Vielfraß. Vielfräßige Sims können essen, essen, essen. Und zwar alles. Nimm dich vor ihnen in Acht, wenn sie Hunger bekommen. War das jetzt eine Drohung? So, dreimal müssen wir noch. Uiuiui. Bibi Tamika. Tamika, stell dir vor, wir leben noch. Also, er da. Da, der da. So, jetzt hat er noch Hunger. Will er denn jetzt schon wieder? Ey, der und seine Bienenkiste, verfluchter Kackendreck. So. Mama, Happa, Happa hier. Der ja noch. Das eine Maladen hast du mitbekommen und er lebt immer noch. Und wir waren gerade in der Geheimlabor. Ganz komisches Geheimlabor war das. Ey, kein Mensch da? Also komplett verlassen? So, warte mal. Nein, du gehst dahin, dahin, dahin. Ich cheate überhaupt nicht. Alter, warum geht denn die Zeit da nicht? Ah, jetzt rennen sie. Drei. Jetzt muss der schon wieder aufs Klo, oder was? Alter, der muss ja fast genauso oft aufs Klo wie ich. So, du bist Programmierer. In den neuen Sims braucht es meiner Meinung nach echt viel, dass ein Sim stirbt. Ja, ein Chaot in Kombination mit Essen kochen reicht. Also ich habe tatsächlich bei Sims 4, Suki zur Erklärung, heute das erste Mal vor circa 1,5 Stunden das erste Mal gelesen, Game Over. Ja, der ist verbrannt. Tatsächlich, der Honk. Oh komm, einmal noch, den kriegst du hin. Mal gucken, eventuell darfst du danach chatten. Ja, echt. Der ist verbrannt. VOD bei circa 1,5 Stunden. Kannst du gucken. Oder warten, bis es auf YouTube kommt. Bei mir. Oh, servus. Hallöchen, ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen und... du hast aber einen hübschen Hals. Verpiss dich. Komm schon, Junge, zieh durch. Das können, wenn er jetzt keinen Scheiß baut? Hä? Einsam bei sozial niedrig. Halt die Klappe und programmier. Dann darfst du danach chatten.
Oh, Alter, Wladimir, ich habe gesagt, Wladislaus, Entschuldigung. Der Kunde war offensichtlich erleichtert, als die verschlüsselten Dateien rechtzeitig geliefert wurden. Da Gerd keine Lust auf emotionale Ergüsse hatte, nahm er schnell das Geld und beendete den Vertrag. Wow. Okay. Wir probieren mal lustig. Mann, hast du eine komische Hackennase? Kunada. Sibo. Roshithama. Vibib. Philpa. Schursenitva. Ah, komm. Ein schmutziger Witz nach dem Pupsen geht immer, oder? Neu. Neu. Fras Bobsel. Chichi. Hish Bipsel Lagush. Ich wollte den schmutzigen Witz erzählen. Vibasiba. Arpanaya Umfra. Tiefel. Pana Harnip. Der kann uns schon mal nicht leiden. Silma Roy. Yomba Hey. Yomba Hola. Meh, Zeeb. Bork. Diskutieren wir doch mit ihm mal über die Existenz von Vampiren. Parsip Neebs. Flagisi. Korsoi. Sibu. Anvu. Philobagnama. Was erzählt der da? Was willst denn du schon wieder Fernsehen gucken, sag mal? So, also den Auftrag haben wir aber jetzt erst einmal erfolgreich ausgeführt. So, Modding-Zeitvertreib. Rette den Einhorn-Lama-Rettungsfonds. 1 Stunde, stimmt, 1,55 war das. Genau, ich sagte ja, YouTube-Aufnahme ist es dann zu Ende der dritten Folge. Circa von der Zeit her. Programmierfähigkeit Level 5, Termin Sonntag 9 Uhr. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen erholen. So. Komm mal! Erschrick mich ein bisschen, du Pfeife! Komm, noch mal Reste essen hier, du aller Fressack, du! Also, warte mal, wir hatten doch hier sowas wie ein Notizbuch. Das hier? Notizbuch. Finde eine Schlüsselkarte, um die Tür des Geheimlabors zu öffnen. Er steht da nicht drin, okay? Was ist denn das da eigentlich? Angenehmes Gespräch. Okay. Easy. Die Arfa? Die Sarpel? Der ist ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Nur so eine Vermutung. Was ist das da? Gerd lernt kochen. Oh, da habe ich gerade einen Clip gemacht. Nur Fernsehen gucken und labern, ja genau. So, komm hier mal kennenlernen. Musikliebhaber. So. Erstmal aufräumen. Und wenn du hier gerade eh schon mal bist, kannst du dich auch gleich auf die Schüssel hocken.
Habe ich nicht gerade gesagt, hinhocken. Mann, 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 ich muss los, ja, das wird aber auch Zeit. Morgens um 5 Uhr. Tschüss. Alter, wo ist denn der? Puff, weg. Ich finde das so aber echt ein angenehmes Spielen. Ja, somit als Freelancer kannst du machen, wenn du Kohle brauchst. Finde ich cool. So, Also wäre das komische Dings da. Das hier war der Kalender, genau. Ah. Talentwettbewerb, Ereignis. Was ist hier? Feiertag, Rabatttag. Starlight-Verleihung. Feiertag, Liebestag. Erntefest. Winterfest. Ja. Inventare. Das da war der Haushaltssammlung, genau. Ja, da dürften wir sehr. Gartenarbeit, haben wir was? Bizarre Frucht. Besitzt einen ominösen Glanz, als ob sie einigen, was? Als ob sie lebendige Sporen enthalten würde. Du solltest das Ding wohl besser nicht essen. Warum nicht? Kann man zumachen. Ja, mittlerweile ganz schön was dazugekommen, ey. Lecker Marsch. Okay. So. Sozial hat er so halbweg. Schlüsselkarte nur für Personal der Militärkarriere Level 5 oder ich wusste es. Militär hätten wir gebraucht. Stelle mit den Beweisen im Inventar deines Sims ein Geheimdossier zusammen. Okay. Stranger Will Beweise und wir haben nur 12. So ein Scheiß. Das ist ja doof. So, du gehst jetzt mal pennen. Also halt, speichern. Wie lange pennt der jetzt? Ja, so lange muss ich jetzt auch nicht pennen. Dann hat der schon wieder Hunger, Reste nehmen. So. Okay, wie finden wir jetzt weitere Beweise? Wir können jetzt das Ding da machen, aber da brauchen wir Level 10 zu. Alter, halt doch mal still hier. Nach Militärbasis fragen, nach Schlüsselkarte fragen. Komm, du kannst unterwegs auch essen. Mal gucken, ob die noch was weiß, hä? Ja, klappt ja super, ja? Dag. Hallo, du sollst da mit uns reden? Nach Schlüsselkarte fragen.
Ich habe gehört, die Wissenschaftler und das Militärpersonal haben Zugriff auf eine Schlüsselkarte. Solltest du danach fragen? Ja, da brauchen wir ja aber auch wieder. Arbeitslos. Ich habe ein paar Theorien zu den Vorkommnissen im Labor. Aber ich verrate sie nicht. Die Stimme ist doch immer mega laut, oder? Spieloption. So. Ah, besser. Instadorpe. Blunisi Slum. Oh, Dina. Kadisarba. Neb Neb. Ferne Globi. Korb. Korberici. Ey, der mit seinem blöden Bienenkasten hier, ne? Charlotte Bach. Benötigt höhere Beziehungsstufe. Dann probieren wir es doch mal so. Anne plaudern, ja, mach doch. Du erhältst eine Schlüsselkarte für den Keller des Geheimlabors, wenn du genügend Beweise besitzt, dass in der Stadt seltsame Dinge geschehen. Bin ich genauso weit wie vorher. Sag mal, ey, du hier. Jenny Huberts. Gib ihm doch den Bienenkasten, wenn er ihn so sehr will. Nein, den kriegt er jetzt nicht. Warst du schon im Kuriositätengeschäft in der Nähe der Wohnwagensiedlung? Ich habe gehört, es soll dort ein interessantes Geheiminventar geben. Hey, du Olle Wutzer, noch eine hier. Tribal, Dormf, Awavine, Monocorbo, Darkensiedler, Schmerzer, Klim. Will denn Leslie jetzt? Leslie Holland fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Mhm. Okay, dann würde ich doch sagen. Möchte Leslie mit Gerd ein Date?